In ihrer Verkleidung ist die schüchterne Annika sogar auf einer Karaoke-Veranstaltung aufgetreten. Chandor und Thomas finden Coco spitze. Philipps verzweifelter Plan gegen Berti ging nach hinten los. Oh. Gerade noch mal gut gegangen. Was soll das denn? Physik, Pendel, Reibung, Kraft. Und so weiter. Hm. Regnet's etwa? Total. Nass? Hey, brauchst du Hilfe? Von euch? Nein, danke. Ich brauche ein Seil. Ich küsse dich zuerst. Wetten? Ich find sowas doof, so eine Wette. Du hast doch nur Schiss, dass du verlierst. Na, von wegen. Also um das Allerheiligste. Die Ehre. Das ist die Mailbox von Annika. Nachrichten nach dem Piep. Hey Annika, wo steckst denn du? Bin gerade vom Billard zurück. Und jetzt sitze ich über dem Chemiezeug. Rost und so. Aber du bist nicht da und gehst noch nicht mal ran. Wo kommst du? Du glaubst es nicht. Du würdest sagen, es ist hammermäßig. Was denn? Nein. Echt? Auf der Karaoke-Bühne im Jugendzentrum. Du hast doch nicht etwa... Doch. Und? Ich habe einfach gesungen. Frei heraus. Erzähl mir alles. Vom Anfang an. Es war super. Es gab sogar Bravo-Rufe. Du bist doch nicht sauer, oder? Nein, wieso sollte ich? Weil ich mich so lange so blöd angestellt habe. Aber ich kann das eben nicht, wenn mich die ganze Zeit jemand... Pusht? Sorry. War mein Fehler. Aber ein bisschen stinkig bin ich schon. Also doch? Dass ich nicht dabei war und das nicht miterleben konnte. Annika, die Rampensau. Nicht Annika, Nika. Nika? Ja, es geht nur, wenn keiner weiß, dass Nika Annika ist. Mir doch egal. Hauptsache du. Hey Coco, setz dich zu uns. Sorry, ich habe echt keine Zeit. Ach Coco, der bist hier. Danke für die Mappe. Respekt. Ganz, ganz tolle Ideen, vor allem die hier. Danke. Gerne. Kann ich mir mal deine Mappe anschauen? Ja, aber nur ganz kurz, ja. Du hast wirklich Talent. Ich könnte dir ein paar Kontakte machen. Textilhandel in Thüringen und so. Oh, die sind echt ziemlich gut. Mein Vater hat vor den Sommerferien Newell, das ist ein ungarisches Streetwear-Label, aufgekauft. Und in Erfurt eine Filiale aufgemacht. Mhm. Weißt du was? Am Nachmittag zeige ich dir Newell. Sagen wir um 3 vom Atelier. Okay. Ich muss jetzt aber echt los. Also. Später dann. Später. Ich würde sagen, 1-0 für mich. Na, Nino? Die Hausaufgabe von gestern? Sofort. Ich habe sie im Redaktionsraum liegen lassen. Ich hole sie. Keine Panik. Nach der großen Pause reicht. Herr Tram, einen Moment bitte. Ich habe, Herr Gumbisch hat mit mir gesprochen. Über Sie. Über Ihr Jahr in den USA. Ich wollte Ihnen übrigens sagen, ich bin sehr froh. Wir alle, das ganze Kollegium, das ist Philipps Schwester. Nein, eurer. Nein, ihrer Schwester, wie das so gut geht. Ja, ich auch. Also aus schulischer Sicht steht überhaupt nichts im Wege. Ein Jahr New York, ich meine, das ist. Sie müssten natürlich die 10. Klasse wiederholen.
Aber das ist doch eine tolle Möglichkeit für Sie. Ne? Alles in Ordnung? Möchten Sie... Sollen wir mal darüber reden? Ja, das ist ja sicher nicht ganz einfach für Sie, das alles. Ich muss zum Unterricht. Nein, müssen Sie nicht. Morgen! Na, ihr zwei Superschlauen? Wie lange habt ihr gestern gebraucht? Also, es war total spannend mit diesen Galvanisieren. Wie die das machen, damit das Material rostfrei wird. Von Unedel zu Edel, Kupfer und Nickel, Metall auf Metall. Und Silber und Gold. Okay, ich bin beeindruckt. Dann wird es sicherlich ein spannender Vortrag werden. Kommt mit nach vorne. Na, Annika? Heute so froh? Idiot. Ja, hast du das eben mitgekriegt? Annika kann ja doch reden. Vollidiot. Hey! Tobias und Tommy haben sich netterweise dazu bereit erklärt, uns etwas zu unserem heutigen Thema zu erzählen. Also, wir freuen uns drauf. Was geht's ihr beiden? Also, Galvanisieren ist echt spannend. Es geht darum, eine dünne Metallschicht elektrochemisch auf die Oberfläche von Stahl aufzudrehen. Keine Ahnung, wo ich eigentlich hingehöre. Meine Mutter hat mich jahrelang angelogen. Wahrscheinlich war es für sie auch nicht leicht. Was, das Lügen? Spätestens als sie gewusst hat, dass ich mit Philipp auf die gleiche Schule, sogar in die gleiche Klasse gehe, hätte sie es mir sagen müssen. Und die Gubisch? Außer Lisa kenne ich ja keinen von denen. Und ausgerechnet Philipp, mein Halbbruder. Also Bertram, egal wie Sie sich entscheiden, ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie auf Einstein immer ein Zuhause haben. Gefällt Ihnen doch bei uns, oder? Schade nur, dass Kim Demmer nicht mehr da ist. Danke, Herr Berger. Das hat mir echt geholfen. Ja, weiß ich doch. 8 Stunden Zeitverschiebung nach Tokio. Aber du hättest auch ruhig mal zurückrufen können. Junge, ich hatte ein Meeting nach dem anderen. Was gibt es denn so Wichtiges? Es geht um ein... Mädchen. Stimmt's? Ja, nicht irgendein Mädchen, sondern das schönste Mädchen von Einstein. Also die Einstein-Queen. Ich wusste, dass du mich verstehst. Die steht nämlich ziemlich auf mich. Und sie will Modedesignerin werden. Junge, was willst du? Ich hab nicht viel Zeit. Ihr deine neue Newell-Filiale in Erfurt zeigen. Geht klar. Ich sag Bescheid, dass ihr kommt. Wann denn? Jetzt gleich? Ja, danke. Und... Noch was? Ja, also... Sie sollte schon irgendwie merken, dass ich nicht irgendwer... Also, dass du der... Firmenchef Junior. So willst du behandelt werden. Stimmt's? Ich wusste, du verstehst mich. Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. So, nun muss ich aber. Firmenchef Laszlo Junior. Sayonara. Sayonara und danke. Oh, schon 3:10. Du interessierst dich für Streetwear. Ja. Oh, sorry. Ich habe die Zeit total verpeilt. Du spielst echt toll. Na gut, Bruder. 1:1. Ich fand diese Wette von Anfang an bescheuert. Ich bin raus. Na, umso besser. Können wir gehen? Na klar. Tschüss. Sag schon, was
Was muss ich eigentlich tun, damit du dich aus meiner Familie raushältst? Das ist also, was du willst, ja? Ja. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Bedien dich. Habe ich extra für dich besorgen lassen. Danke. Ich fand es echt total spannend, wie die neuen Kollektionen entworfen werden und so. Was hältst du von einem Dinner? Ich meine, etwas anderes als dieses Internatsabendbrot. Etwas mit Stil. Austern, Trüffel... Champagner. Kein Problem. Nee, du lass mal. Ist nicht mein Stil. Gut, dann keine Austern. Wenn du lieber Geflügel oder Wild magst. Was ich jedenfalls nicht mag, ist mich nur vom Geld deines Vaters beeindrucken zu lassen. Danke, Shando, aber vergiss es. Könnten Sie bitte anhalten? Du musst deinen Abschiedsartikel doch noch unterschreiben. Eben hast du doch gesagt, ist alles okay so. Ja, aber ich habe eben noch mal drüber geschaut. Genauer. Und der Text ist gut, das Foto auch, aber eine Unterschrift wäre schon schön. Weißt du, was Persönliches zum Abschied. Und die scanne ich dann ein. Na gut, her damit. Was ist das denn da? Ihr beschmiert hier doch nicht etwa die Wände. Keine Angst, Herr Versulke. Es ist nur Bertes Abschiedsartikel für die Schülerzeitung. Mit Autogramm. Na ja, dann ist ja in Ordnung. Ja, ja also dann... Ich muss dann mal, muss ja schließlich noch in die aktuelle Ausgabe. Ciao. Wir sehen uns. Tja, Berti. Ich habe schon gehört, dass du uns verlassen wirst. Kim hat's mir erzählt. Was sagt deine Mutter dazu? Sie sieht das ähnlich wie ich, dass wir erstmal Abstand brauchen. Und schließlich bin ich dort ja auch nicht alleine und gehe weiter zur Schule und so. Hat also alles seine Ordnung. Wirft mir fehlen. Sie mir auch. Hey Leute, was geht? Nein. Heute hat die Streetwear-Filiale von meinem Vater aufgemacht. Newell, da habe ich den Angestellten erstmal gesagt, was lang geht. Du, ja? Und die hören auf dich? Frau Coco, die war mit. Schließlich bin ich ja der Junior-Firmenchef. Hat dein Vater wirklich einen eigenen Klamottenladen? Einen Klamottenladen? Er hat eine ganze Handelskette. Wow. Hübsche Augen hast du. Kann ich ja gar nicht mehr wegschauen. Musst du ja auch nicht. Eine Rum-Cola für die Lady. Nee, du, lass mal. Ich mach mir nichts aus Alkohol. Okay, eine Cola ohne Rum, aber mit Zitrone. Hier, deine Rum-Cola. Nee, echt. Lass mal. Danke. Ich mach mir echt nichts aus Alkohol. Kann aber mächtigen Trouble geben. Mein Vater ist einer der Hauptsponsoren von Schloss Einstein. Da wird man mich schon in Ruhe lassen. Aber nur wenn es jemand ist, der Ahnung von Physik hat. Du hast das vorhin vergessen. Leg's da irgendwo hin. Oh, Scheiße. So schlimm? Blöde Federspannkraft. Federspannenergie? Was auch immer. Dieses doofe Ding da soll angeblich 25 Mal auf- und abpendeln, ehe es zur Ruhe kommt. Und? Ja, nach 11-12 Mal bleibt es spätestens stehen. Aha. Weißt du, wo Shanda ist? Du warst doch vorhin mit ihm... In der Newell-Filiale des Juniorchefs. Ja, waren wir, aber dein Freund ist schon sehr speziell. Shanda ist eigentlich echt okay. Ein echt guter Kumpel. Und seine Familie. Und vor allem seinen Vater. Manchmal ist er unsicher. Und dann dreht er ein bisschen am Rad. Muss ja vorhin aber sehr unsicher gewesen sein. Siehst doch als Kompliment. So kann das ja nichts werden, wenn das Massestück so krumm und schief an der Feder hängt und nicht wirklich vertikal. Dann geht natürlich die ganze Energie durch die Reibung verloren. Ja, natürlich. Hätte ich mir ja denken können. Und auf unserem Landsitz in der Puster? Du magst die Pferde.
Alle Mädchen mögen Pferde. Mögen? Ich liebe Pferde. Hast du etwa dein eigenes? Eins? Ich habe eine ganze Herde. Wow. Genau 25. Hast du es gesehen? Gesehen und kapiert. Oh, danke, Thomas. Du warst echt meine Rettung. Zur Feier des Tages lade ich dich in unsere Schülerbar ein. Eine Cola? Ja, okay. Und deshalb erfährst du es zuerst. Lisa, ich komme doch nicht mit nach New York. Warum denn nicht? Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Nur dir. Es ist wegen meiner... Sag's doch schon. Es ist wegen meiner großen Liebe. Das verstehst du doch schon, oder? Aber das bleibt unser kleines Geheimnis, versprochen? Okay. Und ich verspreche dir, dass ich dich ganz bald besuchen kann. Ganz bald zu Weihnachten? Vielleicht. Philipp. Gleich, Lisi. Ich bin gleich bei dir. Kommst du mal bitte kurz? Sofort. Moment noch. Wir sehen uns. Kommt ihr bald wieder? Es macht sicher Sinn, dass es dir passiert. Keine Angst, ich bin's nur. Dein einziger Fan. Willst du mir nicht mal vorführen, was du so drauf hast? Wie jetzt hier oder bei der Party? Naja, im Jugendzentrum. Da ist doch heute Karaoke, oder? Tu doch nicht so, als würdest du das nicht wissen. Du bist doch schon längst auf den Geschmack gekommen. Klar. Natürlich war ich schon in den Staaten. Aber offenbar am falschen Ort. Sonst hätte ich dich ja dort getroffen. Hey. Hey, ihr zwei. Kommt ran, ich lade dich ein. Nee, danke. Ich lade Thomas ein. Oh, sei doch keine Spaßbremse. Los, jetzt alle in die BFZ. Weiterfeiern. Party. Hey, Tommy. Hau mal was Richtiges raus. Hast du keinen Alkohol? Nee. Na los, Kinder, alle zur Kindergeburtstagsparty. Gib nur Sahne und Blubberwasser aus. Hey, Thomas, Bruder. Kannst du nicht mal dein Klavier holen? Ich passe auch persönlich darauf auf. Da könnt ihr alle mal meinem Freund Thomas beim Klavierspielen zuhören. Der neue Bela Bartok. Ich habe mein Konto total abgeräumt. Hier. 3000 Euro für die HIV-Hilfe. Siehst du? So. Nun hast du das, was du wolltest. Mein Teil der Verabredung steht. Nur zu deinem. Du gehst nicht mit nach New York. Nicht mit meiner Familie. Okay. Tue ich nicht. Lieber ärgere ich mich auf Einstein noch eine Weile mit dir rum. Musst du nicht. Ich geh weg. Aber... Du hast doch versprochen. Nicht in die USA mit deiner Familie, sondern zu der Frau, die mich liebt und die ich liebe. Die kann deine Spende übrigens ganz gut gebrauchen. Indirekt. Kim. Zu Kim. Nach Berlin. Ja, habe ich auch erst heute kapiert. Wie heute? Das heißt, ich habe mein ganzes Erspartes umsonst gespendet. Trotzdem, danke für deine großzügige Spende. Bruder. Am besten, du fängst gleich an. In Ordnung. Ich kann es kaum erwarten, meine Annika live auf der Bühne zu erleben. Nika. Oh, na klar. Nika. So, Fox, wir starten mit der Frau, die gestern hier alles in Grund und Boden gesungen hat. Nika! Manchmal fragst du dich, warum trifft es immer wieder mich? Kennst du das Gefühl, alles wird zu viel für dich? Du fühlst dich alleine, dann versteck dich nicht, denn es findet dich schon bald im Sonnenstrahl. Denn jeder Tag sucht Neues.
danke, das ist nichts für mich. Und jetzt alle! Darf ich bitten? Nee, lass mal. Der muss es aber nötig haben. Cool drauf, der Typ. Voll ein Sockschiss hat er. Und du? Na klar, nee. Halt mal bitte. Na, viel Spaß noch mit deinem Mister Wichtig. Hat sein Vater wirklich einen Klamottenladen in Erfurt? Ja, der ist ein ganz großes Tier. Und Chandor ganz und gar der Sohn vom Chef. Toll, was? Ja, macht er richtig gut. Und sonst? Dieses Kind. Hey, Thomas, spiel mit den anderen. Nein, nicht den. Keine Ahnung, was du meinst. Sag mal, dieses eine Lied, dieses kennst du das? Das ist doch auch von Bartok, oder? Das habe ich mir auf einer Modenschau gehört. Das finde ich richtig schön. So, jetzt aber genug geklimpert. Jetzt mach ich mal was Richtiges an. Gesungen. Ich meine, gut. Echt gut. Danke. Ich würde dich gerne mal wiedersehen. Geht das? Bist du hier aus Erfurt? Und auf welche Schule gehst du? Und wie ist eigentlich dein richtiger Name? Ich heiße Nika. Sorry, ich brauche mal eine Pause. Noch was zu trinken? Gerne, aber ohne Alkohol. Danke. Sag mal, hast du eigentlich mal wieder Coco gesehen? Wieso? Hast du Coco gesehen? Nein. Hast du Coco gesehen? Nein. Hast du Coco gesehen? Nee. Hast du Coco gesehen? Nee. Kennst du das? Nee, aber es ist schön. Und das? Ja, das kenne ich. Cool. Coco? Du hier? Nachtruhe! Ich will jetzt schlafen. Und außerdem war Alex gerade da und hat die BFZ dicht gemacht. Alle ab in ihre Zimmer und in ihre Betten. Was? Also, Coco, na los, komm! Sag mal. Ja? Boah, sag mal, du hast ja ganz schön einen Tee. Das ist ja widerlich. Ach, und mach lieber das Fenster auf, sonst bist du morgen auch noch besoffen. Was war denn das für ein Auftritt? Hat doch hier keinen Sinn. Sag mal, diese Mary, die ist ja gar nicht mehr von der Pelle gerückt. Die will ich aber nicht. Hä? Coco, die will ich. Du wirst nie wieder für sie Klavier spielen. Du wirst dich nie wieder ohne mich mit ihr treffen. Verstanden? Hast du zu viel gekippt? Du meinst das doch nicht ernst, oder? Doch, sehr ernst. Ich verbiete dir jeden Kontakt zu Coco. Alles ist, 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 alles
macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.